Okay, Leute. Ich denke, der Stream läuft. Ja, tatsächlich. Gerade sogar mal kurz ganz gut. Aber das wird nicht lange so sein, oder? Egal, ich gehe mal auf den Server. Genau, wir spielen wieder City Survival. Musik geht und Geräusche. Genau, und gleich wollte der Shandy kommen. Und da dachte ich mir, ich stream das mal. Also ich wollte dann halt noch mit ihm aufnehmen. Genau, und dann werden wir halt mal drüber reden, über City Survival und so. So, also gleich gehe ich in Voice Chat, in Discord, aber ich warte noch mal kurz. Denn jetzt will ich erstmal ein bisschen planen hier noch. Beziehungsweise ich räume mein Inventar aus kurz. Genau. So, das kann da rein, zack. Melonen, okay. Ja, das passt doch. Ah ja, das hier muss noch rein. Ah, perfekt. Ja. So, ich baue das hier mal ab. Es hat hier nichts zu suchen eigentlich, ne? So. Dann können wir die Melone ja auch noch mitnehmen. Und ich weiß nicht, gleich kann ich ja mal Bäume farmen eventuell. Und die müssen hier weg. Warum sind die jetzt überhaupt noch hier? Ist doch die ganze Zeit schon Tag. Alter, das war ja wieder klar, dass mich einer wieder hittet. Ist ja immer so. So, weg mit dem. Bitte, hallo. Ah, kein Plan, was der macht, ne? So. So, da bin ich wieder. Kurzer Cut. Nee, Cut war es ja nicht, aber ja. Ja, kann ich schon wieder Rotten Flash wegtun. Aber die Musik ist chillig an sich, ne? Und ja. So, ja, ich baue hier schon mal irgendwie ab, ne? Kann man ja mal machen. Ich weiß noch nicht, was ich hier reinbaue. Vielleicht baue ich hier mit Sandstein, ne? Das wäre eigentlich eine gute Idee. Weil Sand habe ich eh hier genug in der Wüste, ne? Kann man auch schnell craften. Aber dann nehme ich natürlich glatten Sandstein, weil alles andere sieht nicht so geil aus. So. Ja, machen wir den mal. So, geschnittener. Warte mal, welcher ist denn das? Ah, jetzt habe ich hier so viel, okay. So, das ist der glatte Sandstein. Aber es gibt ja auch noch den ganz glatten jetzt, ne? Seit neuestem. Kann man den vielleicht hier... wenn ich den normalen Sandstein reintue, dann kann ich den, zu diesem ganz glatten schmelzen, ja? Ich glaube, so ist das. Oder es kommt dann der gebrochene raus. Das kann auch sein. Nee, der ganz glatte. Perfekt. Der ist nämlich auch cool. Das sieht so aus. Den kann man eigentlich mal mitnehmen, ne? Soll ich hieraus die Wände machen? Sieht das gut aus? Ich weiß es halt nicht, ne? Ich glaube, ich mache auf jeden Fall so ein... Also nicht alles nur aus dem. Aus dem ganz glatten, ne? Ich stelle ihn da mal hin. Und dann schmelze ich noch mal ein bisschen Sandstein. So, jetzt guck ich erst mal. Ist der Shandy im Voice-Chat? Gerade nicht. Ach, ich rufe ihn einfach mal an, ne? So. Dann sehe ich es ja, wenn er joint. Aber man hört es nicht, weil ich im Streamer-Modus bin. So.
Was mache ich denn jetzt? Bin komplett abgelenkt, ach ja. Tja, da brauche ich noch ein bisschen mehr Sand. Ne? Ah, hier haben wir Sandstein an sich. Das ist der stinknormale, oder? So, 3. So viel, oder? Ne, ein weniger. Ja. Na, gehe ich erstmal zum Haus und baue da weiter. Soll ja so ein Turm werden, tatsächlich. Mal sehen, wie hoch ich den mache. Ist jetzt der. Warte mal, ist das der zweite oder dritte Stream von City Survival 4? Ich glaube, der zweite, ja, weil so lange läuft das noch nicht. Ich streame nur noch einmal die Woche. Und nicht mehr zweimal, wie im September und so. Und Anfang Oktober. So, das kann man stacken und dann bin ich am Überlegen, noch auch Sandstein für den Turm hier zu nehmen. So, jetzt frage ich mich aber, was mit der Shandy ist. Kann der jetzt doch nicht? Hat er mich falsch verstanden? Weil ich hatte irgendwie geschrieben, dass ich nicht kann. Aber das war eher bezogen auf ein Projekt, wo ich mitmachen soll. So. So. Ich weiß nicht, ob er das jetzt falsch verstanden hat. Das wäre natürlich schlecht. Ne? Weil, ja, ich kann ja das mal vorlesen. Und zwar... Er hat geschrieben, ja... es kommt ein Kriegsmodpack und ja, dass ich mich dafür anmelden kann und zum Beispiel Rieze auch, ne? Und das ist mit Waffen und so und dann habe ich geschrieben, aber Rieze hat keinen PC und ich habe wahrscheinlich keine Zeit. Und dann, ja, okay. Und dann habe ich noch hinzugefügt, damit das auch versteht, also für das Kriegsmodpack CS4 schon heute. So, und... Ja, ich hoffe, dass es jetzt nicht falsch verstanden hat, dass er denkt, dass ich heute keine Zeit habe. Hm. Wäre schlecht. Naja, werden wir sehen. Jetzt machen wir erstmal... Ich würde hier gern Glas machen. Ich gehe mal unten hin und brat's. Wie solche Brathans, ne? Ja, okay. Da war's nicht. Wie immer. Aber irgendwie, ne? Es hat mich schon immer erfüllt, schlechte Witze zu machen. Oh Mann. Alter, wenn man so mal die Zeit von 2014 betrachtet, ne? Fällt mir nur gerade ein, das ist schon krass irgendwie. Also gestern habe ich wieder so ein paar alte Broken Sums Videos gesehen von 2014. Also so Re-Uploads, weil die Originale sind ja nicht mehr online. Die hat ja mal alternativ irgendwann auf privat gestellt. Und ich glaube ja immer noch, dass Manuelsen da nicht mal zugestimmt hat oder nicht mal gefragt wurde. Ja, der hat das einfach von sich aus so gemacht, wegen den Landesmedienanstalten angeblich. Naja, keine Ahnung. Jedenfalls gibt's da noch ein paar Best-ofs und... Also es ist eigentlich sehr viele Best-ofs und halt einige Re-Uploads. Und ja, ist schon ganz cool, das mal sich anzugucken. Ne? Die alten Sachen, weil das war schon irgendwie ein besonderer Channel. Ja. Und ich habe das auf jeden Fall mal gern geguckt. So. Vor allem auch Craft Attack 2, Alter, ohne Witz, ne? Wenn irgendwer die Folgen hat, ich will die eigentlich nochmal sehen. Weil Craft Attack 2 bei Broken Sums war, glaube ich, von den Minecraft-Projekten, die sie gemacht haben, meine Lieblingsserie, weil ich da so voll im Hype war. Also ich habe damals jeden Tag einfach die neueste Folge Craft Attack 2 von denen geguckt, ne? Und es ging ja auch 50 Folgen oder so, oder 49. Oder 44, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war es schon geil, das zu gucken. Weil es immer so lustig war und keine Ahnung. Ne? Und das war eben bei Staffel 1 wahrscheinlich auch so, aber da war ich halt nicht live dabei. Sondern erst später. Na, Staffel 1 habe ich noch ein paar Auszüge. Da habe ich quasi noch wie so ein Best-of. Naja. Also das ist halt noch ungeschnitten. Und ich kann es auch nicht fertig schneiden, weil ich
es leider nicht mehr geschafft habe, bevor die ihre Videos offline genommen haben, noch den Rest der Folgen mit aufzunehmen. Ich habe den nämlich mit OBS aufgenommen, damals, damit ich die einfach habe. Oh Leute, hier gibt's ja diesen glatten Sandstein. Stimmt, ja, für die Wege, ne? Ja. Okay. Ja, vielleicht verteile ich hier mal ein bisschen Licht oder so in der Stadt noch. Zum Beispiel hier, ne? Kann man mal so machen. Vielleicht da noch. Einfach damit das mal ein bisschen beleuchtet ist, ne? Weil Licht, das weist immer auf Zivilisation hin, ne? Genauso wie Moos an einem Fels, ne? Das haben schon die Pioniere gewusst. So. Na, passt das so? Das kann man als so Kerzen ansehen vielleicht, ne? Alter, guck mal. Der ist ja lost. Hä? Als ob, da kommt er nicht raus. Die KI ist aber auch immer noch lückenhaft, ne? Die kommt aber mit so neuen Blöcken nicht zurecht. Oh Mann. Ich weiß nicht, ist der Shandy auf dem Server? CS3. Ach, ich geh mal hier rein. Talken. So. Wir müssen mal so einen Stream-Channel geben. Damit man direkt weiß, dass ich streame. Ich meine, steht da an der Seite rechts, aber da achtet man vielleicht nicht drauf. Na egal. So. Naja, wenn nicht, dann wird's heute nix mit der Aufnahme. Jetzt habe ich irgendeine Nachricht gekriegt. Ach, war nur Facebook. Dann ist es unwichtig. Na, ich weiß nicht, Facebook, Alter, das nutze ich gar nicht mehr. Kann ich eigentlich mal als Thema ansprechen, ne? Schreibe ich mir jetzt einfach mal auf, weil ich brauche echt viele Themen. Eigentlich. Und immer wenn mir eins einfällt, direkt aufschreiben, ne? Jetzt perfekter Moment dafür. Facebook. Denke ich daran, dass ich das als Thema meine? Ja, immer. Oder manchmal mal so einen Punkt davor. Also ich benutze halt keine Notizen-App dafür, ich schreibe das einfach in WhatsApp-Chat, also in eine Gruppe, wo ich alleine drin bin. Das nutze ich als Notizen-App, weil es halt schneller geht, als wenn du eine extra App öffnest, ne? Einfach schnell auf WhatsApp, da reinschreiben, fertig. Das ist das Einfachste, was es gibt. Und Notizen-App, da musst du erst wieder die Notiz suchen und so, ne? Und das ist irgendwie immer nervig. Keine Ahnung. Obwohl es eigentlich genauso schnell gehen sollte, also kein Plan. Ja, ist halt Angewohnheit, ne? Ich habe die Notizen-App nicht in der Schnellstartleiste beim Handy. Das ist natürlich dann wieder der Nachteil. Naja. So. So, ach du Scheiße, ey. Ja, hier ist so viel los gerade. Ich gehe mal außen rum. Irgendwie wieder heim. So, ist die Musik überhaupt richtig? Ja, doch. Bin mir immer so unsicher bei sowas. Neulich habe ich auch eine Void-Folge aufgenommen, die habe ich schon geschnitten. Da war die Musik auch wieder sehr laut stellenweise. Das war halt auch eine Together-Aufnahme. Deswegen hat es auch länger gedauert, die wieder zu schneiden, ne? Und, ja. Da war halt die Musik sehr laut. So. Ach ja. So. Ich dachte schon, jetzt kommt der Shandy rein, aber war dann doch irgendwie nur auf Twitch so ein Bewegung da im Hintergrund.
So, aber irgendwas wollte ich mir hier noch holen. Ich weiß nicht, wollte ich nicht farmen gehen? Also Dias und so. Müsste man eigentlich mal machen, ne? Hm. Naja. Oder auch nicht. Na, Moment. Muss dran denken, nächste Woche meine Mini-Erfolge wieder aufzunehmen für Igitz. Und dann muss ich auch, darf ich nicht vergessen, dann irgendwann wieder anzusprechen, wenn es neue Projekte und so gibt. Dass ich das ankündige. Das mache ich ja mal in den Mini-Erfolgen. Weil ich mit City Survival auch schon wieder zu weit im Voraus bin. Naja. Ich könnte ja eigentlich mal angeln, ne? Es würde gehen. Aber ich stream schon mal 16 Minuten, Alter. Ich habe irgendwie gar nichts gemacht in der Zeit. Außer ein bisschen Sandstein gecraftet, Alter. Ohne Witz. Ist ja lächerlich. Und das Haus habe ich 3 Blöcke draufgesetzt. Wow, ey. Naja. So. Okay, dann tue ich die mal rein. Sandstein. Ist das hier der normale? Ich glaube, ne? Machen wir den. Ach ja. So, ich glaube, der Shandy kommt nicht, ne? Vielleicht verspätet er sich nur arg. Keine Planung, keine Ahnung. Ist immer diese Mischung, ne, aus den beiden Wörtern. Naja. Vielleicht kann ich ja noch Ryan streamen, bevor der Shandy kommt. Das ginge eigentlich. Ich will gleich als nächstes dann Ryan zocken. Genau. Damit ich da mal wieder so ein bisschen zurückfinde. Ich habe ja jetzt wieder eine Pause ewig gemacht bei Ryan, ne? Ich weiß nicht, bei dem Projekt ist es so, ich spiele mal ein paar Tage immer hintereinander aktiv, ne? Und dann wieder 3 Wochen gar nicht oder 2. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist. Das letzte Mal. Am besten, ich guck mal in die Log-Datei. Ich hoffe, das steht da, das Datum, weil zwischendurch hatten die das mal abgeschafft. Oh nee. Jetzt fällt das hier wieder runter, ey. Das kann's doch nicht sein. Ah, jetzt ist das wieder bei jedem einzelnen Block. So. Hier nicht. Lustigerweise. Keine Ahnung warum. Na egal. So. Ach ja. Na, machen wir das mal alles so weg, ne? Bin zu faul, das mit der Hand abzubauen. Na gut, aber wenn ich mich ständig versetze, lohnt sich's auch nicht, ne? Man muss halt richtig reagieren. Na, genau so. Jetzt habe ich den Bogen raus. Huch, naja, nicht gleich wieder abbauen, Alter. Von wegen Bogen raus. Oh, ey, immer zu schnell, ne? Das ist ja schlimm. So, hab ich Wassereimer? Nee. Ich will aber einen. Ich mach das doch nicht per Hand hier. Hab schon 2 Dias. Ah ja. So. Okay. Nehmen wir mit. Ach ja. Dabei fällt mir ein, Shuffle-LP, der hat lange wieder nichts gemacht, ne? Das ist schon krass irgendwie. Wenn einem das mal so einfällt und dann so, boah, Alter, stimmt, ne? Jedes Mal. Ja, das hätte ich eigentlich gleich so machen müssen, ne? Einfach die Fackeln schon vorher platzieren. Naja, ich bin halt wieder mal der schlauste einer gewesen. Boah, ich muss mal wieder Gronkh gucken. Ich hatte ja noch Echo angefangen. Da müsst ihr mal überlegen, wann das kam. Das war nämlich März 2018. Ja, so weit hänge ich hinterher.
Naja. Ich weiß auch nicht, warum ich das so lange jetzt nicht geguckt habe. Ich hätte immer mal zwischendurch eine Folge machen können. Und dann gucke ich schon nicht jede Folge, sondern nur jede achte oder so. Also hatte ich mir vorgenommen. Und so ist es halt auch auf meiner später Ansehenliste. Naja, ich werde demnächst mal wieder ein paar gucken. Weil ich vermisse irgendwie so diese alten Let's Plays von Gronkh, ne? Das war irgendwie voll cool immer. Und heute die Streams und so von ihm, das ist halt auch nicht dasselbe. Weil da liest er ständig nur die Nations vor und sowas, ne? Und früher war es halt immer so schön, dieses gechillte Let's Play und so, ne? Wenn er dann immer irgendeinen Scheiß angefangen hat zu reden oder zu singen. Das war irgendwie die beste Unterhaltung. Ich weiß nicht. Also ich hab's gefeiert. Und ja, gerade als er da noch After Humans gebracht hat, ne, als es anfing, Live in the Woods, hab mich so gefreut irgendwie, das kam so aus dem Nichts, ne. Einfach wieder eine neue Minecraft-Staffel. Das ging ja irgendwie am 15.02.2016, glaube ich, los, ne. Und dann einfach mal 600 Folgen rausgebracht und dann einfach aufgehört mittendrin. Ich glaube, die letzten Folgen haben immer noch keine Thumbnails. Ja, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ich glaube, die ersten Folgen gab es sogar noch auf Gronkh.de zu sehen. Gibt es die Seite überhaupt noch? Boah, das muss ich mal gucken, Alter. Ich glaube, ich guck mal nach. Gronkh.de. Geht das noch? Boah. Ah, nee, da kommt mir jetzt auf Twitch. Ah, dann haben die die offline genommen. Leute, da hat er ein krasses Offline-Banner. Einfach so im mit Paint erstellt, so richtig schlecht. Hä, warum ist Gronkh.de offline? Ah, die Gronkh-Wiki gibt's noch. Das ist doch die Hauptsache. Defacement. Ach so, da wurde das mal hier gehackt. Stimmt, da war mal was. Seit Ende 2017 leitet Gronkh.de zum Twitch-Kanal von Gronkh weiter. Zuvor gab es seit Mitte 2017 keine neuen Artikel mehr. In den letzten Jahren davor waren von den meisten Mitgliedern keine Inhalte mehr eingepflegt worden. Okay. Gut, dass es die Gronkh-Wiki gibt, ne? Die ist halt auf Ehre, Alter. Da habe ich früher so viel immer rumgesurft und immer gelesen, wann er welchen Tod hatte und so. Und wann er was gesagt wurde, es wurde alles aufgeschrieben. Oder da wurde auch aufgeschrieben, alles, was er im Jahresrückblick gesagt hat und so. Also so als Skript, genau. Schon nicht schlecht. So. Ach ja. Ich glaube, ich gehe mal auf Aternus und starte mal Ryan. Ah, hier hab ich schon offen. Obwohl, nee, warte mal, das ist ja komplett dumm. Wieso starte ich jetzt den Server? Da müsste ich ja instant das Modpack starten. Und so schnell geht das nicht. Ich kann ja auch den Stream jetzt schon mal beenden. Aber warte mal, ich pflanze mal nach. Na, mal gucken. Wie ich das alles mache. Ich weiß es nicht. Nehmen wir es erstmal mit. Ja, ich glaube, ich muss den Ryan-Server gleich nochmal starten. Das war jetzt irgendwie so eine Kurzschlussreaktion. Muss ich dann nochmal neu starten? Ah, nicht, dass ich dann wieder nicht drauf komme, ey.
Aber bei Ryan könnte ich mir eigentlich auch die Map schon mal downloaden und im Singleplayer spielen. Wie bei Void. Geht halt einfacher. Also bei Void habe ich echt keine Probleme mehr. Hätte ja sein können, dass es trotzdem leckt, aber tut's nicht. Zum Glück. So. Naja. Lol, da dreht sich einer. Ich gehe mal wieder home. Okay. Ich muss mal Street fragen, wann wir morgen aufnehmen. Das wäre eine gute Frage. Ja, mit dem will ich morgen aufnehmen, wer hätte es gedacht. So. Und zwar das End-Event, also das wird auch nochmal interessant. Einfach mal richtig extrem. Ein End-Event, ne? Muss ich mal auf WhatsApp gehen. So. Naja. So, habe erst mal geschrieben und dann so, nehmen wir das Skelett mit. Ah, da oben. Alter, ich rede schon wieder gar nicht, ne? Das geht ja gar nicht. Soll ich jetzt hier oben mit Steinen eigentlich bauen? Oder nicht? Ne, mit Glas, ne, was? Stimmt. Machen wir das mal so. Dann kommt hier so dünnes Glas. So. Na? Ah, und schon wieder ist OBS nicht mehr verbunden. War ja wieder klar. Da, wie viel der Stream ist das heute eigentlich? Von Cities, ach so, ja, stimmt, doch, weiß ich ja. Da, zweite. Ich hab's nur gerade mit Mini-CA verwechselt, weil da müsste ich jetzt echt überlegen. Ich glaube, da waren wir bei 10. Oder? 9? Kein Plan. So, und ein Ding muss ich wieder abreißen. Warte mal, kann man Leitern an Glas setzen? Ich teste es mal. Ja, das geht. Perfekt. Ging ja früher nicht. Na, ich baue die auch mal ab. Na, geht mit allem gleich schnell.
Geht das so? Soll ich hier sowas nehmen? Nee. Dann ist es Aternus on. Jetzt kommt das der Sound, wo ich draufklicke. So. Na, ich glaube, ich gehe mal auf Neustarten direkt von Ryan. Weil ich eben hier noch ein bisschen brauche. Also nicht lange, aber ich will irgendwie noch was schaffen, dann chill ich hier noch ein bisschen. So. Naja. Hier machen wir jetzt irgendwie mal sowas hin, ne? Ich kann ja so Platz halten für Glowstone. Theoretisch. Also da. Und dort. Einfach so 4 Spots. Oder dann hier in der Mitte auch noch. Schreibe ich mal ein Schild hin. So. Auf Ehre. Habe ich ein Nether-Portal irgendwo in der Nähe? Ich weiß gar nicht. Ah, das gehen immer mehr offline hier. Auf Discord. Was? Lol. Ich dachte, hier ist eine Spinne und dann kommt hier ein Zombie, als auf einmal so, ne? Ah, hier. Ich muss ja ausleuchten. Da war ja was. Ja, ich glaube, ich beende das Ganze dann hier mal. Ne? Ja, kein Plan. Bisschen was habe ich gemacht. Nicht viel, aber ja. Immerhin. Bisher sieht das Haus noch nicht so gut aus. Ich versuche dem noch ein bisschen Tiefe zu geben, bevor ich mich hier wieder auslogge, ne? Ist ja peinlich sonst. So. Ah ja, hier kommt dann nur sowas rein. Perfekt. Ja, noch nicht. Ist noch weit entfernt von perfekt, dieses Haus. Okay, und anlässlich dieses Disconnects von OBS verabschiede ich mich mal. Ja, da kommen noch Zäune und so dran, das wird schon. Und ja, dann tschüss.